meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und ja, da habe ich mir so verschiedene Gedanken gemacht, was man damit machen könnte, was vielleicht noch nicht jeder gemacht hat und so weiter. Und dabei ist mir eingefallen, dass sich doch bestimmt jeder schon mal so gefragt hat, was wäre wenn? Ja, was wäre, wenn wir ein ganz anderes Leben hätten oder verschiedene Situationen anders wären? Und ja, ich dachte mir, vielleicht mal so ein paar fiktive Situationen, zu denen ich einfach mal so erzähle, was wäre in meinem Fall dann zum Beispiel. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal ganz einfach an. Was wäre, wenn du 1 Million Euro im Lotto gewinnen würdest? Tja, mal überlegen, also wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich, glaube ich, erstmal total ausrasten und durch die Gegend rumkreischen. Und ja, mal überlegen, was könnte man denn sich, da kann man so viel Schönes mitmachen. Also ich glaube, das Erste, was ich mir holen würde, wäre ein neues Auto. Also so ein richtig niegelnagelneues Auto, weil ich normalerweise immer nur so alte Schrottmöhren fahre, die sowieso schon immer fast den Geist aufgeben. Und dementsprechend so ein richtig neues Auto, das würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Und natürlich mal so einen richtig schönen Urlaub, so keine Ahnung, 3-4 Wochen nach Dubai vielleicht oder in die USA, das wäre sowieso mein absoluter Traum. Shoppen darf natürlich auch nicht fehlen, da würde, glaube ich, eine ganze Menge Geld bei drauf gehen. Ich würde meine Wohnung vielleicht nochmal einmal komplett neu einrichten. Ein Haus würde ich mir nicht kaufen, also da denke ich mir, brauche ich nicht. Also es ist, je mehr Platz ich habe, desto mehr muss ich auch wieder sauber machen und deshalb, nö. Brauche ich nicht. Was wäre, wenn du durch die Zeit reisen könntest? Also, wenn ich durch die Zeit reisen könnte, das fände ich erstmal super, super cool. Und ja, dann stellt sich natürlich erstmal die Frage, kann ich in die Zukunft reisen? Oder kann ich in die Vergangenheit reisen? Oder kann ich vielleicht sogar beides? Was ultra, ultra cool wäre, weil ich super gerne sowohl als auch eigentlich mal durch die Zeit reisen würde. Also natürlich super gerne wieder in die Vergangenheit zu verschiedenen gewissen Zeiten, einfach um super schöne Erlebnisse noch einmal zu erleben. Und auch vielleicht einfach mal um zu gucken, so nicht so schöne Erlebnisse, die man vielleicht nochmal besser machen könnte. Das wäre auch ziemlich cool. Und ja, in die Zukunft würde ich natürlich auch gerne reisen, einfach mal um zu gucken, wie mein Leben in, keine Ahnung, 10 Jahren, 15 Jahren, vielleicht auch nur in einer Woche aussehen wird, ne? Man weiß es ja nicht, ne? Also das würde mich sehr, sehr interessieren. Also da würde ich gerne beides ausprobieren, auf jeden Fall. Das fände ich ziemlich cool. Was wäre, wenn du morgen 1 Million Abonnenten hättest? Ja, also wenn ich morgen unerwarteterweise 1 Million Abonnenten hätte bei YouTube, würde ich wahrscheinlich ähnlich reagieren erstmal wie mit einem Lottogewinn. Und weil ich könnte mir vorstellen, dass das eine ganze Weile braucht, bis man das überhaupt einigermaßen realisiert hat. Aber wenn es dann mal soweit ist, boah, ich glaube, ich wäre so stolz und glücklich und zufrieden, dass ich mit meinen Videos, mit meiner idiotischen Art offensichtlich so viele Menschen erreiche und glücklich mache, dass, Mann, also da würde ich mich einfach nur als glücklichsten Menschen der Welt sehen, glaube ich, in dem Moment. Und wahrscheinlich 1 Million Mal Danke sagen an jeden Einzelnen, der meinen Channel abonniert hat. Wäre vielleicht eine Idee. Und ja, dann würde ich weitermachen. Einfach weitermachen. Auf jeden Fall. Das würde ich tun. Ja, das wäre ziemlich cool. Aber
bis dahin ist ja noch ein kleiner Weg. Ne? Und wir stapeln erstmal ein bisschen tief und freuen uns über hoffentlich bald irgendwann mal 100 Abonnenten. Das wäre schon mal super cool. Was wäre, wenn du für einen Tag lang unsichtbar sein könntest? Oh, das ist auch eine super gute Vorstellung, also unsichtbar zu sein. Ja, das würde mir sehr gut gefallen, glaube ich. Ah, ja, einfach so mal unbemerkt in einen Banktresor so irgendwie reinschleichen oder so gewissen Menschen mal so einen kleinen Klatscher im Hinterkopf geben, wäre auch super. Oder einfach mal so Gespräche von Leuten belauschen, die einen nicht mögen oder so, warum auch immer. Und das würde ich, glaube ich, auf jeden Fall tun. Und ich glaube, ich würde jede Menge Unsinn machen, oder? Ach, wer würde das nicht tun? Also ich würde auf jeden Fall gerne mal so einen Tag so unsichtbar sein. Einfach mal zu gucken, wie die Leute hinter meinem Rücken agieren. Wenn sie glauben, ich bin nicht da. Das fände ich ziemlich cool, auf jeden Fall. Würde ich gerne mal ausprobieren. Was wäre, wenn das Leben ein Videospiel wäre? Also diese Vorstellung finde ich ziemlich cool, da ich ja sowieso ein großer Fan von Videospielen bin, wie mittlerweile, glaube ich, hoffentlich jeder weiß. Und ja, wenn nicht, dann guckt euch mal mein 20 Facts About Me Video an. Und ja, also, wenn das Leben ein Videospiel wäre, das fände ich ziemlich cool, wenn man dann so an verschiedenen Punkten seines Lebens speichern könnte und einfach mal irgendwas ausprobieren und wenn es scheiße läuft, einfach neu laden und dann alles anders machen. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Ja, genau. Und dass man auch nicht einfach stirbt, wenn man alt ist. Nein, man respawnt einfach. Oh, das wäre super. Mann, ich möchte in einem Videospiel leben. Oh, das wäre schön. Aber ist nicht. Das Leben ist kein Videospiel. Nein, man hat nur ein Leben. Und ich denke, wir sollten es alle weit mehr genießen, als die meisten es tun. So, jetzt seid ihr dran. Wie wäre es denn für euch, wenn ihr morgen im Lotto gewinnen würdet oder wenn ihr durch die Zeit reisen könntet? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare, wie ihr darauf reagieren würdet. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Vielleicht wollt ihr ja auch meinen Channel abonnieren, um kein Video von mir zu verpassen. Das würde mich auch super freuen. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video und ciao!